Dann können wir jetzt loslegen. Haben wir jetzt alles geregelt. Hallöchen, ich hoffe, euer Abendessen hat geschmeckt. Willkommen zu Erik seinem Talk. Erik ist bei der Free Software Foundation Europe und wird uns heute etwas zu dem Thema, wie das universelle Recht auf Software unsere Umwelt schützt, erzählen. Erik, ich überlasse dir die Bühne, dann ist gleich loslegen. Dankeschön. Ja, schön, dass hier noch einige Leute auch in den Abendstunden hier noch reingefunden haben. Danke für die Ansage. Genau, ich möchte euch heute ein bisschen erzählen darüber, welchen Einfluss Software auf die Hardware-Nutzungszeiten hat, wie diese Hardware-Nutzungszeiten mit den Umweltauswirkungen zusammenhängen und was da aktuell politisch getan werden kann und auch schon getan wurde und wie wir uns dort einbringen können. Und genau, ihr seht hier meinen Mastodon-Account und wie schon angesagt wurde, bin ich angestellt bei der Free Software Foundation Europe. Deswegen werde ich mal ganz kurz, wer die Free Software Foundation Europe nicht kennt, das wird wahrscheinlich niemand sein, aber zur Sicherheit. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Und das machen wir mit verschiedenen Ebenen. Also wir machen vor allem Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung im Sinne von freier Software. Wir helfen bei Lizenzfragen, wir bauen eine europäische Community auf und bieten auch technische Infrastrukturen wie zum Beispiel PeerTube-Instanzen und ähnliches. Und wir machen auch öffentliche Kampagnen, das sind jetzt mal so die bekannteren davon. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber Public Money, Public Code, das hat vielleicht schon viele von euch gehört, das ist so unsere bekannteste Kampagne wahrscheinlich. Die nächste hier ist Upcycling Android, die wird jetzt auch in diesem Vortrag hier eine Rolle spielen. Reuse Software, da geht es um maschinelles Auslesen von Lizenzen. Und Router Freedom, auch eine Kampagne zur Gerätehoheit. So. Die digitale Gesellschaft, die baut auf drei Säulen auf, Software, Hardware und Energie. Alles Digitale muss irgendwie sich dieser drei Komponenten bedienen. Und genau, was Software von den anderen beiden unterscheidet, ist, dass Hardware und Energie eben natürliche Ressourcen benötigen. Software benötigt dann natürlich wieder Hardware und Energie, aber wenn wir jetzt mal auf den Umweltschutz schauen, dann schauen wir klassischerweise irgendwie auf Hardware und auf die Energie. Und genau, wäre das Internet ein Land, um mal so ein paar Zahlen hier zu zeigen, wäre das Internet ein Land, dann, also da gibt es verschiedene Studien und hängt ja auch manchmal so ein bisschen davon ab, wer die Studie bezahlt, was für Zahlen dann nachher rauskommen. Aber so unterm Strich und zusammengerechnet, wäre das Internet ungefähr der drittgrößte Stromverbraucher nach USA und China, glaube ich, und der sechstgrößte CO2-Emittent. Und das Internet hört ja nicht auf, sondern es geht immer weiter. Also das Internet ist ja schon ganz bedeutend, aber die Digitalisierung ist ja irgendwo auch noch in Kindheitsschuhen und das geht immer weiter und immer weiter. Wenn wir jetzt mal auf die Hardware schauen, also laut Statista werden 1,5 Milliarden Smartphones pro Jahr produziert, was ich echt eine abstrus hohe Zahl finde. 2020 wurden in Deutschland 6,5 Millionen Smart TVs verkauft und Elon Musk möchte mit Starlink 12.000 Satelliten ins All schießen. Davon sind schon 2.800 hochgeschossen und die Liste könnte man jetzt wahrscheinlich ewig weiterführen. Also es ist ja immer noch am Wachsen und Wachsen und Wachsen und es ist jetzt schon der drittgrößte Stromverbraucher und sechstgrößte CO2-Emittent und es wächst einfach immer weiter. Und die ganz besondere Problematik, die größten Probleme darin sind interessanterweise dann erstens in der Produktion
von Hardware. Ich habe hier, das ist schon ein, also was ihr hier seht, ist von Apples Environmental Responsibility Report von 2019, also schon etwas älter, wenn man mal so in digitalen Zeiträumen denkt, 3 Jahre. Aber die Grafik war einfach zu schön, um sie nicht zu benutzen, weil sie sehr schön darstellt, dass von so einem iPhone, also es zeigt quasi den Carbon Footprint eines iPhones und zeigt halt, dass quasi 80% dieses Footprints in der Herstellung und im weltweiten Warentransport stattfinden und weniger als 20% in der gesamten Nutzungszeit, wenn sie dann bei der Endnutzerin angekommen ist. Also ja, genau, die größten Energieverbräuche und CO2-Emissionen dementsprechend sind also in der Produktion hier zu verankern. Das ist also die eine Seite des Problems der steigenden Hardware. Und die andere Seite ist dann die Entsorgung. Ich habe hier den globalen E-Waste-Monitor von 2020. Den von 2022 habe ich jetzt noch nicht gefunden. Der kommt nur, glaube ich, alle 2 Jahre raus. Ja, der berechnet 53 Millionen Tonnen Elektroschrott 2019. Und auch hier sind die Zahlen steigend. Also jedes Jahr steigt dieser Berg an. Ist auch besonders problematisch, weil ich glaube, es wurden schon Zahlen genannt, irgendwo zwischen 4% und 10% ist, glaube ich, die Recyclingquote. Und auch Recycling ist jetzt an sich keine Lösung, weil das auch wieder sehr viel Energie verbraucht und so weiter. Also je weniger Müll, desto besser, sage ich mal. Ja, und ich habe das jetzt mal zusammengerechnet, beispielhaft, am Beispiel von einem Smartphone, was das so eigentlich bedeutet, was es vor allem bedeuten würde, wenn wir nicht, also wenn wir die Nutzungszeit auch wenigstens nur um 1 Jahr verlängern würden von diesen Geräten. Also wenn ich jetzt Statista glaube und die sagen 1,5 Milliarden Smartphones pro Jahr, die produziert werden. Und mal rechne, okay, 80% der Energie hatten wir ja schon, sind dann für die Produktion. Und dann habe ich gelesen, also von den jährlichen Elektroschrott sind bereits 10% Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte. Das sind also 5 Millionen Tonnen pro Jahr. So, das ist also der Ist-Zustand. So, und wenn ich das jetzt mal durchrechne, 1 Jahr Nutzungszeit verlängern. Ich habe jetzt hier den Android ausgesucht, weil eben das auch mit unserer Kampagne da ursprünglich erwähnt mit Upcycling Android zusammenfällt. Jetzt hängt es wieder davon ab, welche Studie ich anschaue. Der Marktanteil von Android ist so 70% bis 90% anscheinend. Und jetzt rechne ich mal richtig schön mit 66%, dann sind es immer noch 1 Milliarde Android-Telefone im Jahr. Und dann rechne ich nochmal schön und sage, okay, aber die Hälfte davon, die kauft es jetzt neu. Und nur, also die haben noch nie ein Smartphone gehabt und die kaufen jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben ein Smartphone. Und nur die andere Hälfte sind jetzt KundInnen, die sich quasi ihr Telefon ersetzen, eine Wiederanschaffung machen. Und wenn davon dann jetzt nur ein Drittel ihr Telefon 1 Jahr länger nutzen würden, dann wären es eben schon 166 Millionen weniger Smartphones im Jahr und 500.000 Tonnen weniger Elektroschrott. Also das einfach mal so, auch um sich das mal so vorzustellen, was das, wie schnell sowas skaliert, wenn man sagen würde, ein Drittel der Android Benutzenden würden ihr Telefon 1 Jahr länger benutzen, was das schon für eine riesige Auswirkung hat. Und wenn wir das jetzt natürlich in die anderen Bereiche rechnen, wenn man sich so die Sachen vom Umweltbundesamt und anderen Organisationen anschaut, diese Logik gilt quasi in fast allen Bereichen. Ob es Waschmaschine, Smart TV, Telefon, es ist immer die gleiche Logik, die meiste Energie wird in der Produktion benutzt und zwar die weitaus meiste Energie. Und die Geräte einfach nur 1 Jahr lang nutzen, bringt schon so viel, beziehungsweise sie länger zu nutzen, bringt mehr als sich eine neuere Effizienzklasse zu kaufen oder so etwas. Das, bis sich das rentiert hat, dauert lange. So, und deswegen, jetzt kommen wir auf den spannenden Punkt, sage ich hier einer der schönsten Sätze, die ich hier geschrieben habe. Freie Software kann Leben retten. Und zwar das von Hardware. Darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Und einfach um sicherzustellen, dass wir auch alle wissen oder das Gleiche verstehen, wenn ich sage freie Software,
Manche Menschen nennen das auch Open Source. Freie Software ist alle Software, die die allen Menschen dieser Erde die gleichen vier Freiheiten gibt. Und das sind die Freiheit, ich kann die Software zu jedem Zwecke verwenden. Das heißt, ich kann damit tun und lassen, was ich will. Und es gibt auch keine irgendwie verschiedene Versionen, irgendwie Premium-Versionen oder irgendwie so etwas, sondern alle Menschen haben die gleiche Software zur Verfügung, können damit machen, was sie wollen. Ich kann die Software verstehen, das heißt, ich kann den Source-Code dieser Software sehen, den kompletten, und sehen, was es tut. Ich kann die Software verbreiten, das heißt, ich kann Kopien erstellen, ich kann sie meinen NachbarInnen geben oder auch ins Internet hochladen, auf dem Schulhof verteilen, egal. Und ich kann die Software verbessern, das heißt, ich kann diesen Source-Code, ich kann ja den ganzen Source-Code sehen, ich kann den umschreiben, kann eine neue Version davon veröffentlichen und genau. Und im Optimalfall freuen sich die Menschen und keiner kann mich verklagen dafür. Das heißt, freie Software heißt auch Software wiederverwenden. Menschen nehmen die Software, schreiben sie um, wiederveröffentlichen sie. Wir können alle auf den Schultern von Giganten stehen und immer weiter die Software verbessern im Optimalfall. So, kleiner Exkurs. Also wenn ich jetzt diese freie Software nehme oder das Vergleich, ach nee, es gibt noch ein Video, das ich aber hier heute nicht zeigen kann. Aber das, was ich jetzt erzähle, gibt es auch als Video. Das kann ich hier wärmstens empfehlen. Ihr könnt euch den Namen mal merken. Gibt es auf den üblichen Videoplattformen. Also insbesondere natürlich auf PeerTube zu empfehlen. Aber ihr werdet es auch auf anderen Plattformen finden. Und ist echt schön gemacht. So. Und was da in diesem Video vorkommt, erkläre ich euch jetzt dann dafür. Weil es gibt so etwas, das bezeichnen wir dann als Software-Obsoleszenz. Hier habe ich den Optimalfall, so würde ich mir die Welt im Optimalfall vorstellen. Ich kaufe mir heute ein Smartphone mit der Version X und dann kommt irgendwann die Version X plus 1 raus. Dann installiere ich die auf meinem Telefon und dann läuft es immer so weiter. Dann habe ich die Version X plus 2 und so weiter und alle freuen sich. So ist es aber leider in der Praxis meistens nicht, sondern in der Realität sieht es dann meistens so aus, ich kaufe mir also heute ein Smartphone mit Version X und die Smartphone-Hersteller, die haben gar nicht so das Interesse daran, dass ich dieses Smartphone jetzt lange benutze. Die möchten eigentlich, dass ich jetzt das neue Flaggschiff-Modell kaufe, die bringen ja jedes Jahr ein neues raus, also möchten die auch jedes Jahr möglichst viele verkaufen. Also sagen die dann, ja okay, wir stellen jetzt einfach den Support ein für unser 2 Jahre altes Telefon zum Beispiel. Und dann bin ich als Nutzender vor dem Dilemma, okay, entweder ich benutze jetzt trotzdem mein Telefon weiter, dann habe ich halt ein Sicherheitsdilemma, weil ich keine aktuelle Software habe. Oder ich kaufe mir ein neues Telefon, nur damit ich jetzt die neue Software aufspielen kann, obwohl das alte Telefon ja eigentlich noch super funktioniert und es eigentlich auch möglich wäre. So, das ist also ein bisschen Humbug, aber marktfördernd oder so, wie man unschön sagt. Da gibt es eine Lösung, in der Android-Welt gibt es dafür eine schöne Lösung, weil Android, mal abgesehen von diesen, so im Kern ist Android tatsächlich freie Software, so, das Grundsystem, mal abgesehen von so ein paar Libraries und ein paar anderen Komponenten, aber im Prinzip so das Grundgerüst ist freie Software und obendrauf steckt Google dann seine G-Apps, seine G-Map und Google Mail und so weiter. Aber weil das Grundgerüst frei ist, gibt es jetzt Gemeinschaften auf dieser Welt, die nehmen dann das Grundgerüst, schreiben es um, wiederveröffentlichen das, da gibt es dann verschiedene Namen, ein bekanntes davon heißt Lineage OS, dann gibt es Calyx OS und Graphene OS und viele andere OS. Und hier ist jetzt das Entscheidende, diese Gemeinschaften, die möchten ja gar keine Telefone verkaufen. Die möchten eigentlich, dass ich dabei bleibe und dass ich mir die neue Version hole und immer weiter deren System benutze. Also machen die sich die Mühe, wenn jetzt ein neues Android rauskommt, die Version X plus 1, dann machen die eine Custom-ROM-Version X plus 1
und portieren das runter auf mein aktuelles Telefon. Und so kann ich mein Telefon weiter benutzen mit aktueller Software. So komme ich also aus diesem Dilemma heraus, dass ich ständig neue Telefone kaufen muss, weil mir der Support gekündigt wird. Diese Logik gilt jetzt nicht nur für Custom ROMs, das ist also, es gibt auch andere freie Softwarebetriebssysteme. Da gibt es dann jetzt PostmarketOS, Ubuntu Touch und andere, zum Beispiel Linux-basierte Betriebssysteme, die mir quasi die gleiche Logik hier ermöglichen und ich aus mich unabhängig machen von den Herstellerinteressen. Und wenn man das noch einen Schritt weiter denkt, dann, weil irgendwann ist mein Telefon ja vielleicht doch mal sehr alt, irgendwann ist die Kamera, weiß ich nicht, nicht mehr meinen Ansprüchen gerecht in 5 oder 8 Jahren. Aber die Computer sind ja sehr, sehr rechenkräftige Computer. Also ich habe schon vor 5 Jahren den Vergleich gehört irgendwie, dass in einem Telefon steckt so viel Rechenkraft drin wie in dem Computer, der die erste Rakete zum Mond geschossen hat. Also, und das war vor 5 Jahren wohl schon so, das sind also echt super rechenkräftige Computer und die können ja viel, viel mehr. Die können ja nicht nur telefonieren und Kamerabilder schießen, die kann ich auch, wenn ich das entsprechende Betriebssystem habe, dann kann ich damit ja auch mein Smart Home System benutzen oder mein automatisiertes Bewässerungssystem oder was auch immer ich da machen möchte, Media Station, so. Ja, dann ist doch jetzt alles schön, dann machen wir das doch so und alles ist gut. Aber jetzt kommen wieder die Hersteller, die finden das nämlich nicht so gut, die möchten ja weiter ihre Telefone verkaufen, die finden das überhaupt nicht gut, wenn wir jetzt selber die Kontrolle über unsere Technik übernehmen oder das irgendwelchen Gemeinschaften in die Hände geben, die uns dabei helfen, die Telefone länger zu benutzen. Also machen die jetzt verschiedene Maßnahmen, um uns daran zu hindern. Das ist einmal so technische Versiegelung, also da werden dann zum Beispiel wird der Bootloader gesperrt und wenn ich nicht an diesen Bootloader rankomme, dann kann ich auch kein anderes System aufspielen. So, das ist so ein Klassiker. Oder die EndbenutzerInnen-Lizenzverträge, die mir dann, die ich ja quasi beim Kauf unsichtbar unterschreibe und also die quasi mit dem Kauf gültig werden, die mir dann sagen, wenn ich jetzt ein anderes System aufspiele, dann habe ich keine Gewährleistung, keine Garantie mehr, das Ende ist nah und so. Dann gibt es natürlich die proprietären Treiber, Interfaces und Tools. Das macht es halt vor allem für die Entwicklenden schwer. Also die Gemeinschaften quasi, die sie jetzt die Custom ROMs produzieren oder andere Systeme, die müssen ja an die Hardware herankommen. Da gibt es so ein Telefon, besteht ja aus sehr vielen Komponenten, aus dem WLAN-Modul, der Kamera und so weiter. Und wenn die dann so proprietäre Treiber da drin haben, dann passiert das manchmal, dass die nicht an alles rankommen und dann habe ich vielleicht ein Telefon, wo ich dann das WLAN nicht benutzen kann oder so. Das ist dann natürlich jetzt nicht sehr attraktiv. Macht die Sache etwas unattraktiv, dann das weiter zu benutzen, weil ich möchte ja schon eigentlich alle Funktionen haben. Dann gibt es die Plattformökonomie und Ausschlussprinzipien. So, ich kenne das jetzt vor allem im Bankenumfeld. Mehr und mehr Banken, die verbieten mir, dass ich ein Telefon benutze, auf dem ich ein Nicht-Android-Betriebssystem installiert habe, aus Sicherheitsgründen. Genau, Hardwareversiegelung, damit meine ich jetzt nicht nur Schrauben drehen, das ist auch ein Problem, Recht auf Reparatur und so, sondern auch, dass mehr und mehr Hardwareversiegelung über Software gemacht wird, also dann Part-Pairing heißt hier das Fachwort. Dann bestimmt also die Software, welches Modul darf ich eigentlich hier austauschen und ob das angenommen wird von dem Telefon. So, also sehr, ganz, ganz viele Maßnahmen, die sich hier ausgedacht werden, damit wir bloß nicht genau, die Kontrolle über unser Telefon übernehmen und eigene Systeme aufspielen. Aber es gibt auch eine Chance jetzt aktuell, es gibt ein Licht am Ende dieses Tunnels oder wie man so sagt. Und das ist die Neuverhandlung des europäischen Ökodesigns.
Das europäische Ökodesign ist quasi ein Rahmenwerk, ein Gesetzesrahmenwerk, das bestimmt, welche Kriterien ein Produkt erfüllen muss, damit es im europäischen Binnenmarkt zugelassen ist aus Umweltperspektive. So, das aktuelle Rahmenwerk ist so 2008 bis 2010 entstanden. Es sind also mehrere Rechtsakte, die da ineinander greifen. So. Und genau. Und damals hat Software noch keine Rolle gespielt. Das hatten die einfach nicht auf dem Schirm. So, da gibt es halt Regeln zur Hardware und zur Nachhaltigkeit dieser Hardware, aber Software hat da einfach keine Rolle gespielt. Und das möchten wir jetzt ändern. Das ist quasi jetzt die nächsten 2-3 Jahre die Chance. Die werden jetzt in den nächsten 2-3 Jahren nochmal neu aufgemacht und dann wird sich das angeguckt und neue Kriterien überlegt und was jetzt gemacht werden muss. Und genau diesen Zeitpunkt möchten wir jetzt nutzen, um die Rolle von Software hier mit einfließen zu lassen. Ich habe mal hier so beispielhaft, wie die dann so heißen, diese Gesetzesakte. Das ist dann zum Beispiel die Initiative für nachhaltige Produkte, nachhaltiger Konsum von Gütern, nachhaltige Gestaltung von Mobiltelefonen und Tablets, Energieverbrauchskennzeichnung von Mobiltelefonen und Tablets und noch ein paar weitere. Also genau, man sieht also, es ist eine sehr komplexe Sache. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie ein Gesetz hat und das wird jetzt dann fortfolgende Dinge bestimmen, sondern jeder Rechtsakt leider regelt dann kleine Details und die alle zusammen ergeben dann so ein Rahmenwerk. Manchmal widersprechen die sich dann auch, dann muss irgendein Gericht das entscheiden. Es wird also eine langwierige Arbeit und werden die nächsten 2-3 Jahre, zumal ja auch die Gegenlobby gut aufgestellt ist. Es geht hier also um Milliarden von Geräten, die jedes Jahr verkauft werden. Da ist die Motivation groß, quasi zu verhindern, dass die jetzt ein bisschen noch ein Jahr länger benutzt werden. Genau, braucht viel Zeit und Arbeit. Und wenn ihr noch an Weihnachten nicht wisst, wie ihr dieses Jahr spenden wollt, also kleiner Hinweis, genau, die FSFE ist hier dran, wenn euch das wichtig ist. So, wir haben jetzt in Vorbereitung auf diese Tätigkeit, also im Moment sind wir so in der Phase, dass die Kommission da jetzt so erste Gesetzesvorschläge macht und dann kann man Feedback geben, das können also Organisationen tun, das können auch Menschen tun. Und die heiße Phase, dass es nachher im Parlament verhandelt wird, wo etwas mehr demokratische Elemente im Spiel sind und man mit Menschen reden kann und mit Menschen überzeugen kann, die kommt dann so ab nächstem Jahr wahrscheinlich. Und wir haben jetzt mal im Vorfeld dessen haben wir einen offenen Brief geschrieben über das universelle Recht, jede Software auf jedem Gerät zu installieren. So, genau, und diesen Brief werde ich jetzt, er hat 4 Kernforderungen, die werde ich jetzt kurz erklären, aber um das zu verstehen, ich hatte ja vorhin kurz freie Software erklärt, um diese Kernforderungen zu verstehen, muss ich nochmal ein anderes Konzept erklären. Und dieses andere Konzept heißt offene Standards. So. Das ist leider die heutige Realität oft. Wir haben also so Insellösungen und Inkompatibilität von Produkten. Also genau, Hersteller X möchte halt, dass ich weiterhin Produkte von Hersteller X kaufe und nicht von Hersteller Y und deswegen sind die künstlich inkompatibel gemacht worden. So, dann die Politik hatte ja aber Möglichkeiten einzugreifen. Und was vielleicht manche von euch kennen, dann gibt es dann so Standardisierungsprozesse, zum Beispiel sollen jetzt alle mit dem USB-C-Standard ihren Strom laden. Außer eine, aber das ist eine andere Sache. Theoretisch sollten jetzt alle, ich glaube, die einen machen auch ab nächsten Jahr USB-C, dann nach 8 Jahren endlich mal. Aber genau, das ist also eine Möglichkeit, Standardisierung, vor allem jetzt für Hardware interessant. Bei Software gibt es dann eine etwas noch intelligentere Möglichkeit, die heißt Interoperabilität mit Hilfe offener Standards. Offene Standards sind quasi so
offene Spezifikationen von Standards, also die sind wie freie Software quasi jedem Menschen zur Verfügung. Jeder kann sich diese Spezifikationen durchlesen. Wenn ich jetzt Software entwickle, kann ich sagen, meine Daten werden anhand dieser Spezifikationen ausgeschrieben oder halt produziert. Und andere Leute können Software schreiben, die können dann genau diese Daten wieder auslesen. Und dadurch habe ich dann eine Interoperabilität zwischen den verschiedenen Produkten. Und nicht nur das, ich habe auch noch oft verschiedene offene Standards zur Hand. Ich muss also, wenn ich jetzt Bilder als Produkt ausspucke, dann habe ich 3, 4 verschiedene Standards zur Verfügung, die ich mir aussuchen kann und die universal quasi ausgelesen werden können. So. Damit erreiche ich also am Ende eine Interoperabilität der Dinge. Und das ist natürlich vor allem deswegen hilfreich, weil wenn ich jetzt sonst ein Produkt A kaufe heute und morgen ein Produkt B und die sind dann nicht kompatibel, dann kaufe ich entweder noch ein, dann wechsle ich Produkt A mit einem anderen Produkt von Firma B aus oder ja und so weiter. Also deswegen, je interoperabler die sind, desto weniger muss ich sie austauschen, desto länger kann ich sie auch benutzen. Da kommen wir wieder in diesen Prozess rein und je länger ich die Geräte benutze, desto weniger Energie wird nachher in der Produktion verwendet. So, also wir haben jetzt diesen offenen Brief geschrieben und der ist inzwischen schon von über 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen unterschrieben. Die sind sehr divers, es gibt eine große Spannbreite, die sind vom Umweltschutz über Verbraucherschutz zu Tech-Organisationen, Firmen, die da auch unterschrieben haben. Genau, ich möchte jetzt keine Namen nennen, sonst müsste ich 100 nennen, fairerweise. Die Zeit haben wir nicht. Ihr könnt ja mal nachgucken und schauen, ob eure Lieblingsorganisation dabei ist. Die Adresse gibt es auch gleich noch. So, also diese 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen fordern also jetzt, wie gesagt, 4 Kernforderungen. Und das erste ist ja auch der titelgebend, sage ich mal, das universelle Recht, jedes Betriebssystem und jede Software auf jedem unserer Geräte zu installieren und entwickeln zu können. Das ist quasi so die Kernforderung, so die, darunter brauchen wir gar nicht anfangen zu reden, weil da habe ich ja gerade ausführlich erklärt, das ist quasi die Notwendigkeit, um unsere Geräte überhaupt länger benutzen zu können, damit wir eine Diversität an Betriebssystemen haben, damit wir die Möglichkeit haben, unsere Systeme nicht nach dem Schema des Herstellers zu benutzen, sondern unter eigener Kontrolle damit zu tun und zu lassen, was wir möchten. Und weil ich das jetzt gerade schon genug erklärt habe, springe ich gleich mal zur zweiten Forderung. Das Recht auf die freie Wahl von Online-Diensteanbietern für alle unsere Geräte. Mehr und mehr haben wir also das Problem, es werden zum Beispiel Smart-Thermostate verkauft, dann habe ich da Messgeräte und diese Messgeräte sind an eine Cloud angebunden. Ja, dann hat der Hersteller irgendwann, denkt sich, na, das lohnt sich nicht so richtig irgendwie, kommt nichts bei rum, schalten wir die Cloud mal wieder ab, das ist schon ein paar Mal passiert. Ja, dann ist mein Smart, die ganzen Geräte, die ich dafür zu Hause habe, meine Messgeräte, sind dann ja auch nutzlos geworden. Ich bin total bescheuert, weil die Dinger laufen ja noch gut und ich könnte sie auch einfach an einen anderen Cloud-Dienst anbinden, weil zu berechnen, ob es jetzt 22 Grad sind und ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger heizen, das ist jetzt keine Rocket Science. Also könnte ich auch einfach zu einem anderen Anbieter wechseln, der mir das dann diesen Dienst leistet. Und damit kann ich die Geräte länger benutzen und auch übrigens gleichzeitig noch ein bisschen mehr den Wettbewerb fördern. Und es wirkt also auch, diese offenen Standards wirken also auch demonopolisierend. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Eigenschaft daran. So, und nutzt dann in diesem Fall wieder für die längere Nutzungszeit der Geräte. Die dritte Forderung sind dann interoperable Geräte, die untereinander mit offenen Standards kompatibel sind. Also jetzt haben wir einmal gehabt die Geräte zum Online-Dienst. Aber super wäre ja auch, wenn die Geräte untereinander kompatibel sind. Was vor allem dann auch jetzt im Internet der Dinge immer mehr eine Rolle spielen wird. Also ich sag mal, die nächsten 10 Jahre werden wir nochmal eine schöne Explosion, eine schöne, weiß ich nicht, schön wird es vielleicht nicht werden, aber werden noch einen deutlichen Anstieg an Geräten sehen. Smarte Infrastrukturen, smarte Städte, smarte alles Mögliche. Und da werden ganz viele Geräte notwendig sein.
Und dann wäre es eben wichtig, zum Beispiel, wenn die Stadt Berlin jetzt ihr Bussystem mit Sensoren ausstattet, ist dann, dass ich dann nicht an diesen Hersteller gebunden bin, sondern dass ich also die Unabhängigkeit habe, dass ich auch vor allem Infrastrukturen dann aufbauen kann, bei dem ich Geräte von Hersteller A und von Hersteller B und von Hersteller C nehme und zum Beispiel anhand von Effizienzkriterien entscheiden kann, anstatt an mir einmal mich für Hersteller X zu entscheiden und dann fortfolgend immer weiter dessen Produkte entnehmen muss. Und die vierte Forderung, der Quellcode von Treibern, Tools und Schnittstellen ist unter einer freien Softwarelizenz zu veröffentlichen. Das ist also einerseits wichtig für das Recht auf Reparatur. Also ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen auch. Also so ein Telefon besteht ja aus verschiedenen Komponenten und dann werden die mit proprietärer Software betrieben. Ich möchte vielleicht, wenn ich jetzt mein Telefon reparieren möchte, das WLAN-Modul austauschen oder ich möchte überhaupt ein anderes einbauen, aber dann brauche ich einfach auch Zugang auf die Software, die darauf läuft, um da überhaupt richtig dran zu kommen, um überhaupt an die Hardware komplett dran zu kommen und auch vielleicht einzelne Module durch andere auszutauschen, was ja im Sinne der Langlebigkeit dieser Software, dieser Hardware ist. Zum Beispiel im Computerbereich habe ich das ja schon öfters gehört, dass dann die SSD-Festplatten, zum Beispiel es kommt eine neue Technologie raus, die meine Rechenkraft nochmal deutlich verbessert, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, die einzubauen, damit ich dann mein Gerät länger benutzen kann. Und dazu brauche ich zumindest mal den freien Zugang zu der Software, im besten Falle zum Quellcode. Und andererseits natürlich wieder die Gemeinschaften, die dann alternative Betriebssysteme schreiben. Wenn die da dran wollen, dann brauchen die auch den Source Code. Also, genau. Diese vier Forderungen haben wir also in diesem Brief festgehalten. Damit gehen wir jetzt in die Verhandlungen um das europäische Ökodesign. Und ich habe die jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf hier gemacht. Ihr findet auf upcyclingandroid.org. Da findet ihr den kompletten Brief. Da findet ihr auch die ganzen unterschreibenden Organisationen. Und könnt mal schauen, ob eure Lieblingsorganisation eigentlich auch schon unterschrieben hat. Und dann kommen wir auch schon, das ist dann auch die Überleitung zu dem letzten Punkt, nämlich, was können wir dann jetzt tun oder was ist gut, genau, was können wir tun? Ich finde immer, dass, also wenn ich jetzt denke, wenn ihr es sagt, okay, ja, hey, hat mich jetzt voll überzeugt, es wäre echt cool, wenn wir zum Beispiel das universale Recht bekommen, jede Software auf jedem Gerät zu installieren, ist auch voll wichtig für den Umweltschutz. Dann finde ich immer, das Allerwichtigste ist, sprecht miteinander. Das ist eigentlich so, es ist leicht gesagt, aber es ist, wir leben zum Glück noch in einer Demokratie, in der die gesellschaftlichen Dynamiken eine Rolle spielen. Und je mehr Menschen anfangen, über dieses Thema zu reden, je mehr Menschen darüber sich beschweren, dass sie gerne Hardware hätten, die länger hält, dass sie gerne die mehr Kontrolle über Gerät hätten, die mal gehört haben, in freier Software können sie das Gerät länger benutzen und so weiter. Je mehr wir darüber reden, desto mehr baut sich das miteinander auf und desto mehr Menschen interessieren sich für dieses Thema und desto höher steigt es letztendlich auch. Weil irgendwann erreicht es dann auch irgendwelche EntscheidungsträgerInnen, die haben auch von ihren und ja, daraus entstehen häufig dann Positivspiralen, wenn es dann wie hier so ein positives Thema ist. Deswegen, das wäre eigentlich schon, finde ich immer das Allerwichtigste, sprecht miteinander, tauscht euch aus und vielleicht hat ja auch jemand einen guten Tipp und so weiter. Und genau, Pluspunkt natürlich, wenn ihr sie noch auf den offenen Brief aufmerksam macht, da steht das alles noch ein bisschen technischer drin, aber das ist ja am Ende ja entscheidend, auch wichtig für die EntscheidungsträgerInnen, wenn die ihre Gesetze machen müssen, die müssen es dann ein bisschen technischer machen, deswegen auch gerne auf den offenen Brief hinweisen.
wenn ihr mit den Leuten spricht. Zweitens, was kann ich tun? Genau, bleibt am Thema dran. Es ist, wie gesagt, ein wichtiges Thema. Das wird die nächsten 2 Jahre in der Europäischen Union eine große Rolle spielen. Und genau, ich hatte es ja vorhin mal erwähnt, die Free Software Foundation Europe. Wir sind dort sehr engagiert in diesem Thema. Folgt uns, wir haben verschiedenste Kanäle, auf denen wir Informationen aufbereiten, auf der Homepage, im Newsletter, in unserem Videokanal, im Podcast und so weiter. Sucht euch den Kanal aus, Social Media, der euch am besten gefällt. Bleibt an diesem Thema dran. Es wird spannend werden und wir brauchen Menschen, die sich dafür interessieren und darüber reden können dann auch. Oder folgt anderen Organisationen, die sich dort einsetzen. Zum Beispiel die Right to Repair-Kampagne, die wird sicherlich etwas Aufmerksamkeit bekommen. Aber auch sonst irgendwelche Organisationen, die diesen offenen Brief unterschrieben haben und da sicherlich drüber sprechen werden. Es wird, ihr seht schon, es wird jetzt immer, also mit jeder Stufe quasi, müsst ihr noch ein bisschen mehr Einsatz bringen. Und wenn ihr noch Lust habt, noch mehr Einsatz zu bringen, dann, wer von euch in einer Organisation bereits ist, also irgendwie aktiv ist und dort arbeitet oder Ehrenmitglied ist, redet doch mit euren Kolleginnen und über den offenen Brief und überzeugt sie, auch diesen offenen Brief zu unterschreiben. Wir sind, wie gesagt, schon über 100, aber wir wollen auch über 200 und über 300 und über 400 werden, weil das ist auch etwas, wonach am Ende PolitikerInnen draufschauen. Und wenn wir zu denen gehen und sagen, schaut mal hier, wer alles unterschrieben hat und aus ganz Europa, Frankreich, Deutschland und so weiter, gerade die Europapolitikerinnen sind das natürlich, dann kriegen die einen Druck und folgen unseren Argumenten viel besser. Und wenn ihr nicht Mitglied in einer Organisation seid, dann dann schaut doch mal, ob eure Lieblings, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ob eure Lieblingsorganisation unterschrieben hat und schreibt eine nette E-Mail, hey, ich finde euch voll gut, ich unterstütze euch schon lange und ich habe jetzt diesen offenen Brief gelesen. Ich fände es voll gut, wenn ihr auch unterschreibt. Und das kann sehr schnell dann dazu führen, dass das auch so sein wird. Außerdem könnt ihr bald, heute hätte der Startschuss sein sollen, hat leider jetzt technisch nicht funktioniert, aber sehr bald könnt ihr auch alle diesen Brief unterschreiben. 2-3 Wochen, sag ich mal. Wenn ihr uns folgt, dann kriegt ihr das auch sofort mit, wenn es wirklich ist. Wieder ein kleiner Hinweis, genau, wie eins zum anderen führt. Und jetzt als höchste Stufe der Aktivität, sage ich mal, macht Selbstpolitik. Also ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben jetzt aktuell auch so eine Konsultationsphase, wo die Kommission ihre Gesetzestexte vorstellt. Da darf man auch als EU-BürgerIn einfach Feedback geben und da könnt ihr auch Not einfach reinschreiben, hey, alles schön und gut, aber habt ihr echt diesen Brief gesehen? Link? Also, na, ein bisschen besser könnte es vielleicht schon sein. Also, ja, da muss man sich dann schon, also klar, dann sich ein Argument überlegen. Also deswegen, es ist schon die höchste Stufe der Aktivität. Oder sprecht doch einfach mit, schaut doch mal, wer bei euch im Wahlkreis, im EU-Parlament sitzt. Und dann könnt ihr mal diese Person kontaktieren und sagen, ja, hier, ich habe ja gehört, da wird jetzt gerade das Ökodesign verhandelt. Ich finde voll gut. Ich würde es total begrüßen, wenn es über die Update-Pflicht hinaus endlich mal das Recht gibt, jede Software auf meinem Telefon zu installieren, das ich möchte. Und auch da ist es manchmal erstaunlich, wie schnell das geht. Also genau, ich bin jetzt 10 Jahre in dem Business und es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell manchmal Menschen überzeugt werden. Manchmal dauert es ewig und manchmal geht es echt schnell. Ja, und das war es dann auch schon. Ich kriege auch die Anweisung, dass die Zeit auch um ist, leider. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich befinde mich oft hier am Stand der Free Software Foundation Europe. Jetzt natürlich auch noch hier, wenn ihr Fragen habt. Oder haben wir noch, weiß ich nicht, haben wir noch sogar. Es gibt auch jetzt Zeit für Fragen. Dann genau. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Und
Super, vielen Dank. Ich habe ja tatsächlich dieses Jahr ein neues Handy gekauft, weil mein 5 Jahre altes Handy das letzte Update 2019 bekommen habe und ich konnte das nicht mehr verantworten. Jetzt habe ich einen Hersteller, der zumindest mir mal für bis 2028 Android-Updates garantiert. Mhm. Aber ich hätte natürlich auch gerne ein freies Android drauf installiert, aber gab es leider für mein Modell nicht. Es ist ein gutes Stichwort, weil wir morgen um 16.50 Uhr, glaube ich, Upcycling Android Workshop gibt und dort, weil wir haben ja leider nicht so viel Zeit, also wir können jetzt zwar nicht jedes Telefon hier vor Ort installieren, aber wir werden euch erklären, wie es funktioniert und dann können wir auch eventuell nochmal einen Termin ausmachen, wo wir es dann mit eurem Telefon machen und hier wird es vorgeführt. Und da haben wir zum Beispiel auch ein Beispieltelefon, das 2012 produziert, 2017 Support eingestellt und jetzt immer noch aktuelle Software bekommt über ein freies Softwarebetriebssystem. Coole Sache. 5 Jahre später, ja. Also morgen 16.50 Uhr, genau. Workshop Upcycling Android. Gibt es denn Fragen im Publikum? Bitte. Oder willst du hin? Das sind die blauen Ringe für Software. Wurde natürlich auch zuerst an freie Software vergeben, wenig überraschend. Siehst du überhaupt eine Möglichkeit, dass andere den bekommen, die nicht freie Software haben? Oder was sind da die entscheidenden Kriterien, die das ermöglichen oder verhindern würden? Genau, also die Frage, ich soll sie wiederholen, die Frage, die gerade gestellt wurde, war, es gibt jetzt einen blauen Engel für Software. Die erste Auszeichnung ging an eine freie Software-Applikation und die Frage ist quasi, gibt es nur für freie Software oder gibt es das auch, wird es eventuell auch für Proprietäre geben? Haben die überhaupt eine Chance, den zu bekommen? So verstehe ich die Frage, genau. Also das ist natürlich jetzt, ich bin auch eine Drittperson, ja, also der blaue Engel wird ja nicht von uns vergeben, aber ich bin in dem Prozess ein bisschen involviert. Naja, also der Wunsch ist in diesem Falle schon, also ich glaube, es ist sehr schwierig für nicht freie Software hinzubekommen, meiner Meinung nach, aber es gibt Kriterien, es gibt Hartkriterien und diese Hartkriterien, das ist der tatsächliche Effizienzmessung und da wird, also dazu brauche ich den Quellcode nicht, da wird das Programm einfach ausgeführt und dann gibt es Softkriterien und diese Softkriterien, die können eigentlich nur von freier Software erfüllt werden, weil da geht es dann darum, um NutzerInnenhoheit und Deinstallationsmöglichkeiten, Werbefreiheit, und also die werden meistens nur von freier Software erfüllt. Aber ich glaube, es besteht auch ein Wunsch, sie nicht nur an freie Software zu geben, damit die Akzeptanz für diesen blauen Engel etwas steigt. Also es wird sicherlich auch ein, zwei nicht freie Software-Projekte geben. Ein Leiden, um so wie ich das mitbekomme. Meine Theorie. Wie sieht es denn aus mit der Unterstützung für die Entwicklung von freier Software? Ich meine jetzt richtig mal so staatliche Fördermittel, damit zum Beispiel die Sicherheit verbessert werden kann. Die ist ja manchmal auch nicht so toll. Und das ist die eine Frage. Und die andere Frage, wie kommt man um den Einfluss von den Großen in den Standardisierungsgremien rum? Ich habe das Gefühl, die sitzen da drin und da kommt man einfach nicht. Also da hat man praktisch überhaupt gar keine Chance, weil die das schon fest sozusagen übernommen haben. Genau, okay. Also zum Ersten, zu dem Sicherheitsfrage. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Sicherheitsfrage gemeint ist. Also ob quasi gemeint ist, dass die freie Software sicherer werden soll oder dass die IT-Systeme sicherer... Hört ihr mich noch? Nee. Hört ihr mich noch? Okay, oder dass die IT-Systeme sicherer werden sollen. Beziehungsweise die Förderung von freier Software. Naja, also deswegen hatte ich ja ursprünglich erwähnt, es gibt diese tolle Kampagne Public Money, Public Code. Da geht es genau darum, die Förderung von freier Software zu verbessern. Es gibt aber auch, also es hat sich schon sehr gebessert, wenn man mal so ein bisschen in die Zeitleiste zurückschaut, weil das gesellschaftliche Verständnis ist sehr gestiegen, wie wichtig freie Software ist. Wir sind immer noch leider in den Kinderschuhen, aber wir sind immerhin schon drin.
Weil auch gerade große Konzerne teilweise entweder sich, also auch teilweise beitragen in ihrem eigenen Interesse natürlich wieder, und dann gibt es da andere Problematiken, aber ja, es gibt auch mehr und mehr Förderprogramme, wie den Prototype Fund zum Beispiel von der Open Knowledge Foundation organisiert. Das BMI hat hier und da ein Programm aufgesetzt. Also es passiert schon was, aber das Allerwichtigste, meiner Meinung nach, um das Problem richtig eklatant mal anzugehen, wäre tatsächlich eine gesetzliche Umsetzung von Public Money, Public Code, weil der Staat einfach sehr, sehr viel Geld in Softwareentwicklung steckt und heutzutage leider immer noch, mal abgesehen von ein paar Leuchtturmprojekten, das meiste dann in die Entwicklung proprietärer Software und damit halt ewig lang die gleiche, wir ewig lang über die gleichen Themen letztendlich wieder reden müssen, und das ist sehr schade. Dabei wäre es so einfach. Und die Standardisierungsgremien, naja, da stecke ich jetzt so nicht so ganz drin, aber das gibt, glaube ich, solche und solche. Also ich glaube, die Standardisierungsgremien sind auch die besseren Spieler in dem Spiel, weil wenn ich jetzt einfach mal aufs Internet schaue und ICANN und so, das wird schon eher, aber das, ich bin da jetzt auch kein, da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist schon eher etwas, was in Richtung Offenheit tendiert. Gut, gibt es noch Fragen? Ansonsten, ihr habt auch einen großen Stand hier mit vielen, genau, Personen vor Ort. Da kann man bestimmt auch nochmal in Fragen und tiefe Diskussionen einsteigen. Ihr habt auch ganz tolle Sticker, kann ich immer nur empfehlen. Und ansonsten vielen herzlichen Dank nochmal. Danke an euch. Danke fürs Zuhören, danke fürs Organisieren. Einen schönen Abend euch.